Willkommen zurück zu Pokémon Smart Edition. Okay. Ja, in diesem Part werden wir wohl oder übel zur fünften Arena gehen. Joa. Was ist denn das? P-Teiler, alles klar. Mit unserem lieben Hero werden wir da ordentlich aufmischen. Wir nehmen natürlich die Abkürzung ab Lindenburg City. Der alte Mann soll uns nicht mehr schiffern. Es wird gleich Pflaumen auftauchen am Ende des Tunnels. Los! Die tollen Animationen. So. Einfach durch. Und einfach durch. Mit dem Eilrad kaum weniger Pokémon, glaube ich. Waren sich ja beeilt. kein exzellenter Fahrer mit dem Eilrad. Aber man braucht es ja, glaube ich, später noch für den Himmelsturm. Außerdem für spezielle Stellen, die wir noch erreichen werden müssen. Um Trainer zu besuchen. Logischerweise. Ja, wie sieht's aus? Auf dem Weg zum Champfell. Die Türen dieser Arena öffnen sich, wenn du einzelne Trainer besiegst. Hups, die Türen in dem Raum sind ja schon offen. Greif mich bitte nicht an. Die Trainer der Arena von Lütenburg City setzen die verschiedensten Items ein. Die Tür auf der linken Seite führt in den Initiative-Raum. Die Tür auf der rechten Seite führt zu den Raum der Genauigkeit. Die Türen sind beschriftet. Lies genau und triff eine überlegte Wahl. Hast du dich für eine Tür entschieden? Der Worte. Ja, egal was auf der Tür steht. Ich gehe in alle rein. Mit Berechtigung. wollen ja trainieren. Ne? Okay, dass die Schwalbers auftauchen. Ist mir eigentlich unbekannt. Raum der Verwirrung gibt es in Rubin und Saphir auch nicht. Also, ja, das wollte ich sagen. So, nach dem Kampf könnten wir schon zum Arenaleiter. Ne, noch nicht ganz. Aber hier nach schon. Bam, bam, so. Also geht einfach immer nur links lang. Und ihr seid direkt am Arena-Leiter, ne? Aber. Eins weit. Gehen wir jetzt rechts durch. Raum der Verteidigung. Knuddeluff. Süß. Sehr süß. Ich glaube, hier waren wir schon dran, ja. Gehen wir rechts lang. Mal gucken, was er bekommt. Gar nichts. Voll in die Fresse. Okay, wir sind jetzt ein bisschen overpowered, aber ich würde nicht sagen, dass wir... Wobei man das nicht wirklich sagen kann, denn... Privat, wenn ich privat spiele, war ich auch immer mindestens Slowbok. Ja, wenn jeder Treffer ein Treffer trifft, ne? Dann ist das halt so.
Wir brauchen einen Treffer. Ich kann jetzt nichts dagegen machen. Unter Verteidigung. Okay, hier waren wir schon. Das sieht man dann an deinen Türen, dass dahinter schon Zelle dran hängen. Das müsste dann der vorletzte oder letzte sein. Bevor es zum Arena weitergeht. Nach den Arena-Reiter hier können wir Surf einsetzen. Ja, das war der letzte Trainer. Und da sind wir schon beim Arena-Reiter. Du besitzt für Ordnung feiern. Wie versprochen werden wir nur nun einen Kampf auf Fechten. Phil, ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Aber Kampf ist Kampf. Irrer Leiter, Relais-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Phil sollte es ebenfalls in das es geben. Ja. Sag mal, was du drauf hier hast. In Rubin Sub 4 kämpft er nur mit Muntier und Liter King, also zwei Liter Kings. Eins Level 27, ein 32 und ein 30er Muntier. Irgendwie so. hat er normalerweise. Ihr greift dann mit einem Pandia Level. Habe ich vergessen. 27 an. Und hier Level 27. Was hat er noch? Oh, und hier hat das schon überlebt. Wird das echt hart gegen Dieter King, weil der hat eine hohe Verteidigung. Oh, was für ein Spezialgegner kriegst du hoch, ey? Ich hasse das. Geradax. Ach du meine Güte. Aber Level 29, ne? Aber das beeindruckt mich nicht. Geradax bleibt schwach. Wobei man natürlich eins ins Team nehmen kann. Aber, ja, Liter King. Du Schnarcher. Faulenzer, ey. Greifen wir erstmal Feuerschlag an. Ja, Hero ist schläfrig, aber mit deinem Doppelkick sollte es jetzt Crow gehen. Shit. Reicht nicht ganz, ey. Fuck. Ah, das setzt dann Citrobert rein. Sehr schön. Das setzt dann unter ihnen rein. Habe ich eine Bäre, die mich aufweckt? Natürlich. Wunderschöne Marron-Bäre. Ach, Fassade. Kann man nichts anhaben. Du hast keinen. Ja. Du bist nicht vergiftet, paralysiert, schläfrig. Ach nee, schlafen kannst du eh nicht angreifen. Du bist nicht paralysiert oder vergiftet oder verbrannt. Ja. Phil hat den Ballonsaum vom Vater erhalten. Ja. Norman, bitte, ist schön, ja. So. In diesem Morgen hört sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Die von Surfer erlernt haben, können diese auch zum Reisen über das Wasser einsetzen. Ja, das ist mein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst es gut nutzen. TM42 Fassade. So. Sie verdoppelt die Stärke der Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt wurde. So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arena kann ich dir gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht das mich einerseits sehr stolz, andererseits aber auch traurig. Ah, da bist du ja, Phil. Komm doch bitte mal mit. Ich habe hier etwas für dich. Na Mann, du hast doch nichts dagegen. Ich entführe dir, Phil, mal eben. Für ein paar Minuten. Hallo, Phil. Bitte entschuldige, dass wir dich den weiten Weg hierher weggerufen haben. Und sage, es ist viel robuster geworden. Wenn der Wiesenflur ist, das verdanken wir allein dir.
Bla bla bla. Fangen wir nur 3 zu erfahren. Sehr gut. In der Pokémon. Bla bla bla. Jetzt können wir über Wasser reisen. Sehr schön. Kriegen wir auch direkt einen Geheimauftrag damit. Sollen wir uns hier noch ein paar Items? Ah, ich muss erstmal Zafra beibringen. Bin nur lustig. Tentakel. Joa. Giftstachel weg. Ja, ich hätte auch Luftstrahl wegmachen können. Man weiß ja nie, wie viele Wassertanken man braucht. Ein Top-Beleber. Und was gibt es hier so Schönes? Ein Item. Ein Item. Was gibt es hier so Schönes? Ein Sonderbonbon. Ah, haben wir ja nicht genug von. SBB. So. Laufen wir mal außen rum. Weil wir es können. Und gehen zurück nach... ja, mal Pro City. Mal wieder. Irgendwie ist es so der Mittelpunkt der Pokémon-Welt. Kann man fast sagen. Und da geht alles aus. Zumindest Richtung Anfang. Den Kader haben wir. Wir haben ja Ninjask und Ninjaturm. Und da sind wir gleich wieder in diesem Flur. Sehr gut. Und hier feiert es schon weiter. Oh Phil, du siehst als helles aus, als hättest du Mom. Das ist sehr gut. Gut, ich habe es entschieden. Du tust mir einen Gefallen, Phil. Da funktioniert ja dein unterirdischen Reich, den Neu-Malvenform heißt. Phil, ich schicke dich jetzt hinunter, damit du den gerade ausschaltest. Der Generator ist kurz davor, heiß zu laufen. Das ist sehr gefährlich. Hier, also den Schlüssel für Neu-Malvenform. Kleffen anhalten, bla 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 bla. Eine kleine Zerstrecke und so, bla, Keks, Bums. Bevor wir das aber machen, würde ich sagen, beenden wir den Part. Die letzten Parts waren lang genug, denke ich. Das kann ich wieder ein bisschen kürzer machen. Also, bis zum nächsten Mal, bis dann, ciao.